Heute im Spieltag Nummer 4 geht es gegen Steelings. Steelticks, krasse Plays erwarten uns und eine unerwartete Wendung in diesem Fight. Freunde, ein richtig spannendes Match heute im Spieltag Nummer 4 und auf geht's! Jo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum vierten Spieltag der National Pokémon Battle League. Ja, ich glaube richtig rum. Ja, Freunde, heute geht es gegen das Team Steelix. Steelix, glaube ich, war das, ne? Also auf jeden Fall gegen Ziels müssen wir heute ran. Gegen Steelix, glaube ich, war das. Wir haben einen relativ guten Core mit, genau wie eigentlich wie letztes Mal. Ich habe nur ein paar andere Items draufgepackt. Die EV-Splits sind fast alle gleich geblieben. Ein bisschen habe ich die noch verändert. Aber dazu komme ich jetzt in der Team-Preview, Freunde. Ich werde euch jetzt mal genau erzählen, was mein Plan ist, um dieses Tier oder um diesen Core aus diesen ganzen Stahl-Pokémon, Bedroher und Sandsturm-Mons hier zu brechen von Steelix oder von Steel. Nee, von Steelix. So. Von Steelix und meine Idee war eigentlich hier ein Rotom Scarf zu spielen, was auch mein Lieb-Pokémon ist. Ich habe jetzt hier gedacht, Scarf ist eigentlich die beste Variante, weil ich kann immer mit Rotom rauswechseln. Er hat keine Save-Möglichkeiten hier im Prinzip, mich mit einem Voltschild irgendwo festzusetzen. Ich kann gegen Magnosone mal ein bisschen Chip-Damage machen. Ich könnte auf Gyarados es finishen im besten Fall. Ja, ich kann dann auch Kagoron-Damage zufügen oder auch Magbrand oder auch Melotech hätte er das gespielt. Ich hätte einfach so gut wie alles getroffen. Mund hier, Pandagro. Also von daher war es einfach hier in Scarfrotom für mich die beste Wahl. Natürlich dann mit Voltwechsel, Hitzekoller, Spukball und Donnerblitz als starken Step-Move im Elektrobereich, damit ich auch Kagoron mindestens hier mit Tree Hits rausnehmen kann. Dann als nächstes habe ich mir natürlich Aerokex überlegt. Aerokex ist das Mon, was sein ganzes Team komplett zerstören kann. Das Mon, was ich eigentlich als absolute Win-Condition für mich gerechnet habe. Oder was ich damit rechne. Und ich habe hier Aerokex mitgenommen mit Bedroher, mit der roten Karte. Dazu erkläre ich gleich genau warum. Mit den Attacken Donnerschlag, Abschlag, Drachentanz und Ableithieb. Warum spiele ich es mit der roten Karte? Ich habe eigentlich dieses, kann man am besten sagen, ich habe so sehr gehofft, dass ich es schaffe, Aerokex safe reinzubringen und er muss einfach auf Kagoron rauswechseln, weil er weiß, er kann mit Kagoron mich einfach kaputt stollen. Und ich hatte halt rote Karte gespielt, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mit Aerokex reinkomme, kann ich safe auf den Drachentanz gehen. Wenn Kagoron reinkommt, kann ich safe wieder auf den Drachentanz gehen und er wird dann, wenn er mich nicht angreift, kann ich halt noch einen dritten D-Dance raushauen. Wenn er mich angreifen sollte, kann ich halt im Prinzip einen zweiten D-Dance rausbringen und er wechselt raus. So habe ich dann ein Mon, was ich auf jeden Fall töten kann und ich kann Kagoron mindestens mit 3 Hits beziehungsweise mit 2 Thunder Punch, wenn die Kalks ungefähr stimmen und ich ein bisschen Max Damage kriege, kann ich hier auf jeden Fall mit Donnerschlag Kagoron 2 hitten. Deswegen war es für mich absolut wichtig, hier auf jeden Fall auf plus 2 zu kommen. Danach konnte ich einfach so gut wie alles in seinem Team aufnehmen. Despotar haue ich mit Ableitief safe weg, Magnesone haue ich weg, Donnerschlag auf Gyarados reicht aus, wenn es nicht komplett bulky ist, also wenn er nicht komplett bulky Gyarados spielt, würde das hier auch definitiv ausreichen und ja, Magbrand hätte ich einfach easy one-hitte mit plus 2 oder vielleicht auch ein Turret, aber es hätte auf jeden Fall guten Damage gemacht, deswegen habe ich einfach so darauf gehofft, dass ich irgendwie auf diese Situation komme, aber naja. Dazu später mehr. Ja, Victini habe ich noch dabei, Freunde. Victini ist mein Spexmon hier. Ich spiele es diesmal nicht Scarf, da wir den Scarf diesmal auf Rotom bauen. Victini ist auch ein Mon, was einfach sein ganzes Team kaputt machen kann. Der Move, den ich mit Victini habe, ist mega groß. Ich kann Flammenwurf drücken, ich kann Eisschalt drücken, ich habe Donnerschlag, ich habe Kehrtwende, ich habe so einen riesen Movepool. Und ich habe mich dafür entschieden, Victini hier Spex zu spielen, speziell mit Flammenwurf, Donnerblitz, Psychokinese und Kehrtwende. Natürlich, um wieder rauswechseln zu können, damit ich mal safe bin. Bisaflor spiele ich jetzt Bulky Pokémon mit Delegator, Matschbombe, Edesam und Gigadrain. Ich habe halt gedacht, ich kann halt immer super safe irgendwie was mit Gigasauger, Edesam und sowas machen. Und es ist halt ein gutes Bulky Pokémon, damit kann ich gegen Karon mal Edesam rausschmeißen. Kann auch selber gucken, dass ich vielleicht im besten Falle damit Despotar ein bisschen gehandelt kriege mit Gigadrain oder auch halt
das liebe Stalos. Dann natürlich mein absolutes Pokémon, was mich bis jetzt super überzeugt, Empoleon. Empoleon ist im Moment ein Mon, was ich sagen muss, das ist bis jetzt das beste Mon in meinem Team. Es hat schon mittlerweile, glaube ich, 6 Kills gemacht und ich habe es auch wieder dabei, weil ich mich einfach super auf diesen Mon verlassen kann. Es hat hier auf jeden Fall für mich die in diesem Match, was ich mir eigentlich überlegt hatte, kann es hier die Tarnsteine bringen, was ich mir überlegt hatte. Ich habe den Brüller draufgepackt, weil ich dachte, okay, Brüller müsste eigentlich drauf sein, wenn er wirklich mal irgendwie auf ein Setup gehen sollte. Ich habe aber nur gedacht, wenn, dann wird ganz klar Despotan Setup versuchen oder Gyarados. Und das war so die einzige Variante, wo ich dachte, okay, das könnte mal passieren, aber das wird er nicht spielen. Deswegen habe ich den Bedroher aber mal drauf gelassen, habe Siedewasser drauf und auflockern. Ja, Überreste. Ich spiele es hier komplett physisch investiert mit dem Wesen Kühn. Und zum Schluss spiele ich ein Wahlbandit Dementeros. Dementeros kann hier fast so gut wie alles in seinem Team one-hitten, bis auf Kagoron und Gyarados, weil ich mit Erdbeben halt die beiden nicht treffe. Ansonsten kann ich mit Erdbeben so gut wie alles in seinem Team super safe treffen. Sogar, ich glaube, es müsste ein Tree-Hit auf Steelix sein, auf Mega Steelix, wenn ich richtig liege. Ja. Aber so viel jetzt dazu, Freunde. Wir haben schon wieder 5 Minuten in der Team PBO verlabert. Ich würde sagen, auf geht's. Schauen wir uns das ganze Battle mal an. Ich habe hier natürlich mit meinem Rotom geleadet, weil ich dachte, hey, Junge, du stehst einfach so safe. Da kann dir eh nichts passieren, wenn du mit Rotom leadest. Dann kannst du rauswechseln. Das ist einfach ein mega guter Play, ne? Deswegen dachte ich, leadest du einfach direkt mit Rotom. Ja, ich habe hier mit Rotom geleadet. Er natürlich dann direkt mit seinem tollen Stalos geleadet, was ich, muss ich sagen, ja, sehr, sehr gut finde. Ich halte erst auf den Hitzekoller gehen, dachte mir so, ey, komm, der wechselt raus, ganz ehrlich. Und im schlimmsten Fall hat er irgendwie Steinwurf drauf und nimmt mich raus. Aber er ist drin geblieben, ist auf die Tarnstein gegangen oder, wie gesagt, er ist halt auch nicht auf die Mega gegangen, so dass er im Prinzip eh noch seine Brustzeit gehabt hätte. Was mich mega irritiert hätte, hätte ich im Prinzip auf Hitzekoller gedrückt, hätte ich hier super safe was machen können. Naja, ich bin halt drin geblieben diesmal, hab gedacht, okay, er kann mir nichts machen, ich könnte auf den Giga-Drain gehen, aber ich habe gedacht, okay, du gehst mir jetzt auf die Edelsam, dann kann ich zumindest ein bisschen Damage machen, egal was reinkommt, auch wenn es Gyarados ist oder so, kriege ich zumindest ein bisschen Edelsam-Recover und ich habe erstmal meine Mega-Safe drauf und dachte ich, eigentlich gar nicht so schlecht die Idee. Ja, er bringt hier auf jeden Fall Magbrand rein. Ich dachte mir so, okay, Magbrand, was kann Magbrand mir machen? Flammenwurf, ja, Feuersturm oder so. Ja, das müsste eigentlich klar gehen. Ich dachte, okay, ich habe ja den Delegator drauf. Ganz ehrlich, stolze mal ein bisschen. Ja, er geht hier aber auf den Flammensturm. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das macht natürlich guten Damage. Ich kriege natürlich direkt den Burn, was sehr schade ist. Weil jetzt weiß ich auf jeden Fall, jetzt reicht es hier zum Turret, um mich rauszunehmen. Ich dachte mir so, okay, nicht so gut. Okay, dachte mir, was machst du jetzt? Aber dann erst mal überlegt, okay, du hast einen Delegator draußen, Edelsam draußen, du kriegst ein bisschen Cover. Du gehst jetzt einfach erstmal auf eine Matschbombe oder wechselst du raus. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, auf die Matschbombe zu gehen, weil ich gedacht habe, okay, die wird irgendwie so, na, 30-40% machen. Außer er wird Assault-Wear spielen und dachte mir aber so, nee, das wird der nicht spielen. Der wird keine Assault-Wear spielen, deswegen dachte ich, okay, gehst du auf die Matschbombe. Und ich sollte ihn dann auf jeden Fall im nächsten oder übernächsten Hit rausnehmen können, mit den Edelsamen natürlich. Kriegt natürlich wieder hier ein bisschen Edelsamen gecovert. Das Problem, was mich halt mega abfuckt, ist hier echt, muss ich sagen, der Flammensturmburn, den ich bekommen habe. Was halt mega schade ist, weil dadurch kann ich mich halt nicht so viel recovern, wie ich gerne würde. Und deswegen bin ich jetzt auch schon wieder in eine Range gekommen, wo ich mir denke, das könnte mich fast schon wieder rausnehmen. Deswegen wechselt hier mein Ofenzandi oder bin in mein Ofenzandi gegangen. Weil ich dachte, okay, wenn ich Ofenzandi reinbringe, dann kann ich auf jeden Fall ein Flammensturm tanken und ja, bin dann hier auch safe gegangen auf mein Ofenzanji und er konnte mir eigentlich nicht viel machen. Der Flammensturm oder der Hitzekoll hat extrem viel Damage gemacht, aber ich dachte mir, okay, das ist nicht gut, der Damage. Und jetzt hatte ich so die Möglichkeit, okay, was machst du? Gehst du auf den Voidwechsel? Wenn er halt aber in Stalos geht, bin ich mega am Arsch, weil Stalos im Prinzip mein Voidswitch festsetzt und das wollte ich halt nicht. Deswegen dachte ich, okay, dann gehst du einfach mal safe für den Hitzekoller, machst ein bisschen Damage drauf. Er ist aber dann in Despotar gegangen und Despotar, muss ich sagen, hat es geschafft, den Hitzekoller auszuweichen. Props hier an Despotar, Freunde. Das ist aber das Props auch nochmal dafür, Despotar, dass du es ein zweites Mal geschafft hast. Echt super geil, super geil. Danke dafür. Ja, ich wechsle raus oder ich bin rausgewechselt, weil er halt Drachenroute gespielt hat, was mega geil war. Und da kommt mein Aerokex rein. Und das war diese Situation, die ich unbedingt wollte. Ich kann es safe mit dem Upleit-Hieb rausnehmen im One-Hit. So wusste ich einfach, dass ich wusste einfach, er muss rauswechseln. Er muss jetzt auf Kagoron gehen, weil er weiß, es kommt ein Upleit-Hieb und das würde Despotar rausnehmen. Und ich habe gedacht, geil, jetzt kannst du super safe für den D-Dance gehen. Er geht wirklich in Kagoron. Ich dachte mir so, holy shit, das funktioniert ja wirklich. Ich habe mich echt mega gefreut, weil ich habe gedacht, ja, das
das klappt genau, wie du es gedacht hast. Kann hier einen D-Dance rausdrücken und dachte mir so, okay, nice. Karuron muss mich in diesem Turn angreifen, habe ich mir überlegt. Okay, was kann kommen? Rammschuss wahrscheinlich. Vielleicht geht es auch auf Edelsam, was mega cool wäre. Weil wenn es Edelsam gedrückt hat, dann hätte ich halt noch einen dritten D-Dance drücken können. Aber ich drücke halt meinen zweiten D-Dance. Er hat sich so gedacht, scheiße, Mist, das muss weg. Ich gehe jetzt erstmal auf Rambos. Aber das Geile ist einfach, es ist jetzt so das Optimale, was passiert ist. Ich hab halt die rote Karte drauf, die triggert in dem Moment. Und dann ist Karuron schon wieder raus. Er muss, oder es kommt irgendwas rein, was mega gut ist für mich. Und es kommt einfach Despot da rein, wo ich mir gedacht habe, Hammer, geil, das Ding kannst du safe one-hitten. Du heilst dich wieder fast voll in, mit dem Voll-KP, was Despot hat. Und dachte mir so, nice. Super, was Bestes kann dir nicht passieren. Du bist auf plus 2, du hast Donnerschlag drauf, Abschlag, Ablativ. Ey, ohne Witz, das war mega gut. Und dadurch habe ich mir meinen ersten Kill schon mal mit Aerokex geholt und dachte mir so, nice, jetzt kannst du eigentlich durchsweepen durch das Team von ihm fast. Und dachte mir, okay, ja, was kann er mir jetzt noch machen? Dachte ich mir, ich habe mir überlegt, okay, er kann halt nur wieder sein Karuron reinbringen. Er bringt hier das Karuron rein, was ich sehr gut finde. Dachte mir, okay, ich habe Donnerschlag drauf. Dachte mir aber, okay, ich gehe erstmal für einen Ableitieb, um mich ein bisschen hochzuheilen. Ich muss aber sagen, ich glaube, dass hier an dieser Stelle war das extremer Min-Damage, weil ich hätte, glaube ich, mehr machen müssen. So 40-45% wären drinne gewesen. Er kann halt jetzt safe auf die Edelsang gehen, was mir halt nicht so schön in die Karten gespielt hat, wo ich mir dachte, nicht so schön. Dachte mir, okay, aber hey, kannst du mit leben. Und ich habe mir überlegt, okay, ich habe noch den Abschlag drauf, das macht auf jeden Fall mehr auf Karuron. Dachte mir, okay, das musst du jetzt rausnehmen. Du musst Karuron jetzt unbedingt rauskriegen, weil dann kannst du hier mit Aerokex sweepen. Und das war Priorität Nummer 1 für mich. Und deswegen dachte ich, okay, safe auf den Abschlag gehen. Bam, Junge. Der Damage, der dann kommt, ist auch extrem gut. Und er drückt halt den Rambus. Ich habe gedacht, gut, er kann sich nicht mehr so viel recovern. Und jetzt stehe ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht da. Und dachte mir, okay, jetzt ist es hier auf jeden Fall eine Wall. Weil der Donnerschlag macht bis zu 60% bei plus 2 auf Karuron. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt ein Wall, wenn ich es rausnehmen sollte, wäre das extrem gut. Das Problem ist aber, er ist hier für ein Protect gegangen. Ich habe das total ausgeblendet. Ich habe einfach Protect auf Karuron ausgeblendet. Und das hat mir hier mein Aerokex schon fast gekostet. Und das war extrem traurig, weil ich habe da nicht mit gerechnet, dass er einfach Protect drauf spielt. Damit hat er jetzt so viel recovered, dass es auf jeden Fall nicht ausreichen wird. Ich bin dann wieder für ein Ableitieb gegangen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht versucht er den Double Protect, um Karuron Full Life zu halten. Dann kann ich mich zumindest wieder ein bisschen gegenheilen, wenn es nicht durchgehen sollte. Er hat es halt nicht gemacht, er ging hier für den Rambos. Ja, ich musste dadurch jetzt leider mein Aerokex opfern, was sehr, sehr schade ist, weil ich hatte halt so einen guten Plan mit Aerokex und es hat leider nicht geklappt. Es ist extrem schade. Ich habe mich mega gefreut, hätte das geklappt. Naja, ich bin dann erstmal hier auf mein Empoleon gegangen, dachte mir, okay, nice, jetzt kannst du erstmal die Tarnsteine weg flattern oder wegwidern, fluttern lassen oder wie auch immer. Aber das Problem war einfach, Freunde, in diesem Turn habe ich mich einfach verklickt. Ich bin nämlich auch für die Tarnsteine gegangen. Ich wollte auf Auflockern klicken, habe mich einfach mega verklickt und habe mich auch extremst darüber aufgeregt, dass ich mich da verklickt habe. Ich hätte gern erst Auflockern gespielt, hätte ihn die Tarnsteine gerne weggespinnt und dann hätte ich gerne meine Tarnsteine rausgebracht. Aber dadurch, dass ich jetzt meine Tarnsteine auch draußen hatte, wollte ich halt keine 3 Runden verschwenden. Und dachte mir so, okay, die musst du jetzt liegen lassen. Egal, gehst du einfach jetzt ab jetzt auf Angriffsmodus, gehst für ein Siedewasser, versuchst jetzt Karuron rauszunehmen. Ja, das Siedewasser, was ihr seht, macht schon extrem guten Damage. Dachte mir so, okay, nice, sauber. Und kriege auch direkt den Burn, was sehr schade eigentlich ist auf, ja, Karuron. Dachte mir aber so, nice, damit kann ich es auf jeden Fall im nächsten Turn rausnehmen. Wenn es natürlich nicht protecten sollte, ja. Hab mir überlegt, sauber, super. Empoleon macht damit seinen nächsten Kill. Und ich habe mir überlegt, was machst du jetzt mit Empoleon? Gehst du jetzt im Prinzip, er wird ja eh irgendwann sterben, dachte ich mir, gehst du jetzt irgendwann auf Auflockern, spinnst die Tarnsteine noch weg, machst dann wieder Tarnsteine. Aber ganz ehrlich, ich wollte wirklich gesagt nicht diese Runden verschwenden, habe ich mir vorhin überlegt. Und bin dann halt echt weiter aufs Siederwasser gegangen, um Karuron safe rauszunehmen. Weil das war für mich eine Wall, die weg muss. Das Problem ist einfach, Karuron ist einfach so eine gute Wall, die weg muss. Und ich hatte da echt Probleme mit, weil ich hatte eigentlich überlegt, ich mach's mit Aerokex. Und ich, oder beziehungsweise er konnte mir einfach nichts machen. Empoleon war einfach meine super Wall gegen Karuron, aber ich musste sie trotzdem wegkriegen. Und ja, bin halt weiter auf Siedewasser gegangen, um es jetzt rauszunehmen. Damit holt Empoleon hier seinen nächsten Kill und steigt in der Killliste wieder ein bisschen nach oben. Ja.
Ich habe dann wieder ein bisschen Überwestcover gekriegt. Er konnte mir jetzt diesmal keine Edelsamen ausziehen, was auf jeden Fall für mich ganz gut war. Und ich dachte, okay, er hat eigentlich nur eine Möglichkeit. Er wird hier in Magnum Sonne gehen oder er geht in Gyarados. Und ich hatte schon in dem Moment gedacht, wenn er so penetrant in Gyarados wechselt, ist es ein D-Dancer. Und der Vorteil, den ich hatte Brüller drauf. Das habe ich euch in der Team-Preview gesagt, Freunde. Ich bin safe für den Brüller gegangen. Habe es weggebrüllt und damit konnte er sich den D-Dance auf jeden Fall sonst wohin stecken. Ich habe mich mega gefreut, dass es wirklich funktioniert hat und dass es auch geklappt hat. Ne? Als nächstes sehen wir hier, dass Steelix reinkommt. Ich habe mal so, oh, nice, dass Steelix reinkommt. Geil, geil, passt doch. Ja, habe aber dann überlegt, okay, es hat wahrscheinlich Erdbeben, wird mich dann töten. Und dachte mir so, nicht so schön. Und dachte mir so, okay, was kann ich reinbringen? Er wird jetzt Erdbeben drücken, okay? Habe ich mir überlegt, er wird Erdbeben drücken. Zack ich jetzt erstmal meinen Rotom? Oder habe ich hatte ich überlegt, oder schmeiße ich halt Dementeros rein? Aber es, mir war halt echt zu riskant, dass er vielleicht wirklich irgendwie einen Ramboss drückt. Deswegen habe ich gedacht, okay, Zack zu Rotom. Du kannst es eh nicht mehr reinbringen wegen den Tarnstein, weil du die ja jetzt draußen lassen musst. Er hat es dann auch rausgewechselt, hat also einen Double-Switch gemacht. Ist auf Magnesone gegangen und ich habe mir so, oh, nice, sauber Magnesone. Dachte mir so, okay, jetzt gehst du in dein Whitebeard, in dein Landwiss und dachte mir so, wenn er jetzt Scarf spielt, wird er hier safe mein Landwiss rausnehmen. Aber ich habe gedacht, der wird kein Scarf spielen, das macht er nicht. Ich habe gedacht, okay, gehst du für einen Abschlag, um safe zu sein, weil Erdbeben war so offensichtlich und ich dachte mir so, wenn er in Gyarados wechselt, würde ich jetzt Gyarados mit dem Abschlag rausnehmen. Er wechselt direkt in Gyarados. Ich konnte hier safe auf den Abschlag gehen und damit nahm ich auch Gyarados raus, was extremst gut war und hatte schon mal einen riesen Vorteil, da ich hier Landwiss auf der safen Seite habe. Er ging hier wieder in Delay rein. Problem war einfach, ich konnte mit Abschlag nichts machen. Ich konnte mit Abschlag nichts machen. Und hatte halt überlegt, okay, was machst du jetzt? Du musst hier eigentlich dein Bisavolor zacken. Das heißt, du musst jetzt Lissop zacken und lässt es im Prinzip sterben. Vielleicht überlebt Lissop vielleicht noch einen Hit oder so. Dann kannst du nochmal Giga Drain draufbringen, das extrem geil wäre. Aber ich habe gedacht, okay, wenn er Erdbeben drückt, wenn er Ramboss drückt oder wenn er halt eine Steinkante oder sowas drauf hat oder Steinsohr, wie auch immer, dann ist Bisavolor halt weg und das war halt der beste Play, weil Victini konnte ich nicht reinbringen, weil Victini musste ich mir einfach noch safe aufsparen. Und ja, ich habe dann halt wie gesagt hier mein liebes Lissop gesackt, habe es sterben lassen und dachte mir, okay, nice, ich gehe wieder hier in mein Empoleon und dachte mir so, hey komm, Empoleon, ey, ich gehe auf ein Siedewasser, was will er mir tun? Ganz ehrlich, dann soll er halt ein Erdbeben drücken, dachte ich mir. Im besten Falle burne ich vorher und dann macht es eh nicht mehr so viel. Er ist dann aber rausgewechselt in sein Magnesone und dachte mir, okay, das ist nicht so gut. Aber ich habe gedacht, jetzt sehe ich zumindest, ob es Assaultless oder nicht ist. Und ich habe es gesehen und ich bin davon ausgegangen, dass es hier definitiv Assaultless ist, weil der Damage, den ich gemacht habe, extrem wenig war. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr machen müssen eigentlich. Und dachte mir, okay, Hanno, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. A, du bleibst jetzt drinne, wirst einen Donnerblitz kassieren. Oder B, er prediktet dein Switch in Lando und hat die Kraftreserve Eis drauf. Und Freunde, Respekt, dass er es gemacht hat. Er hat hier wirklich die Kraftreserve Eis drauf und prediktet unseren Switch in Lando. Pops ans Herz, Freunde. Der Switch war auf jeden Fall richtig, oder beziehungsweise der Play war richtig gut für ihn. Für mich war es natürlich nicht so gut, weil ich hier mein Landis verloren habe, was ich mit Landis konnte ich einfach noch so vieles in seinem Team rausnehmen. Bin dann halt in Victini gegangen und dachte mir, okay, wenn es Assaultless ist, sollte ich es ab jetzt rausnehmen, kann hier safe auf den Flammenwurf gehen. Bin auch auf den Flammenwurf gegangen. Ich hätte vielleicht irgendwie auch ruhig auf eine Kettwende gehen können, um wieder ein Polion reinzubringen, aber ich dachte mir, okay, nein, du musst safe sein, Hanno. Du musst jetzt einfach mal auf Flammenwurf drücken. Er wird eh in Despotar gehen und das wirst du jetzt vielleicht noch 30% Damage oder so machen. Also nicht so viel wie eigentlich angedacht. Und er wird dann eh auf dem Erdbeben oder sowas gehen. Naja, und da muss ich hier leider Victini wieder sterben lassen. Aber Victini hat einen Killgurt, also von daher war es gar nicht so schlecht. Ich bin halt weiter auf den Flammenwurf gegangen, weil ich halt nicht mit Empoleon den Hit fressen wollte, weil ich dachte, okay, Empoleon kann immer noch ganz viel machen, weil ich mit Empoleon immer noch Siedewasser machen kann und im besten Fall burne ich die beiden Mods und die sind dann raus, was ich dachte, das wäre extrem geil, wenn das passieren sollte. Ja, er geht hier natürlich dann für den Set-Move, wo ich mir dachte, oh nein, er spielt Set-Despotar und dachte mir so, oh nice, apokalyptische Steinpresse, easy, schau Victini. Einfach mega traurig, dieses kleine Mod wird einfach so easy rausgenommen, boom, bitch, und weg ist es. Es ist traurig, Victini hat einen Moment noch gar nicht so viel gerissen, wie es eigentlich bei mir sollte, seitdem ich es gepickt habe. Dafür hatte aber natürlich jemand im Polian extrem viel gerissen. Und für mich war das Match, muss ich sagen, einfach ab diesem Zeitpunkt ab hier gelaufen. Weil ich gedacht habe, okay, er hat Despotar.
oder beziehungsweise Kirsch, habe ich gedacht, okay, macht nicht so viel Damage. Und habe halt dann auf Siedewasser geklickt, weil ich habe nichts anderes draus. Ich nehme es raus durch einen Crit. Ich weiß nicht, ob der gemattert hat. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er gemattert hat. Auf jeden Fall hat mir dieser Crit hier nochmal richtig in die Karten gespielt. Das Problem an dieser Stelle war einfach noch, ich musste an Stalobor vorbei. An Stalos. Und ich habe es nachgekalkt. Ich würde es nicht rausnehmen können. Es wäre nur ein Two-Hit. Und deswegen war für mich dieses Match hier an dieser Stelle gelaufen. Und dachte mir, okay, GG, ihr hat hier super gespielt, hat ein gutes Match gemacht. Das Problem aber ist, ich nehme es raus. Und es war kein Quit, Freunde. Es war kein Quit. Ich habe einfach durch die Fähigkeit Sturzbach hier das Match gerade noch gewonnen mit meinem Empoleon. Mega krass. Ich habe da nicht mit gerechnet und Ziertz hat da auch nicht mit gerechnet. Wir haben beide, oder ich habe das bestimmt 10 Minuten oder 15 Minuten nachgekalkt, habe alle Kalks durchlaufen lassen und habe gedacht, das kann nicht sein, ich mache maximal 100%, wenn ich es undamage und wenn ich ein bisschen, wenn ich 4 Punkte Investment habe und er wirklich keinen Spezialverteidigungspunkt hat, dachte ich, okay, dann wäre das eine 6%, wollte es one-hitten, dachte, nee, das kann nicht sein und habe dann nochmal nachgefragt, das kann ich, bis ich dann, oder beziehungsweise sie jetzt mir auf die Idee gebracht hat, ey, du hattest Sturzbach drauf, ne, dadurch werden deine Wasserattacken in der Not versteckt und das hat mir hier das Match gerissen, komplett. Es hat mich einfach hier das Match gerissen. Freunde, Empoleon hat uns den Sieg beschert mit Sturzbach zum Schluss, wo ich immer früher gedacht habe, es ist voll die schlechte Fähigkeit, aber wir gewinnen einfach zum Schluss mit Sturzbach, weil wir im Prinzip damit Wasserattacken verstärken. Und man muss dazu sagen, Siegeswille ist ja auch eine coole Fähigkeit, die hätte ich eigentlich auch drauf machen können, aber nein, ich habe einfach Sturzbach drauf gelassen und habe es nicht mal bewusst getan, sondern einfach unbewusst und habe dadurch auch noch das Match gewonnen. Ziels hat da nicht dran gedacht, ich habe da nicht dran gedacht und habe halt für mich war das Match abgeschlossen und wir gewinnen einfach mit Empoleon zum Schluss und damit macht Empoleon 3 weitere Kills in der Killliste, Freunde. Das Ding wandert einfach immer weiter nach oben in der Killliste. Im Moment hat es 6 Kills, Blitzer ist da oben auch, glaube ich, irgendwo da ganz oben. Mega Voltenser hat 5 Kills, Blitzer werden wir wahrscheinlich ab diesem Spieltag vielleicht mit ein bisschen Glück überholt haben. Wir haben einfach wieder 3 weitere Kills in der Killliste gemacht. Damit ist Empoleon gerade das beste Mon, hoffe ich. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie die anderen gespielt haben. Aber zumindest das beste Mon in der Killliste. Und es war auf jeden Fall ein richtig krasses Battle. Großes GG gehen hier an Ziels raus, Freunde. Das Match war richtig krass. Das war spannend bis zum Schluss. Ich habe mich mega gewundert, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass wir es am Ende noch gewinnen. Und es hat uns hier einfach, Sturzbach hat uns den Arsch gerettet. Es war einfach mega krass. Auf jeden Fall, fertig. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Daumen da lasst. Und ansonsten sehen wir uns morgen im neuen Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut doch bei den anderen Teilnehmern vorbei. Link in der Videobeschreibung. Joint dem Community Discord. Und ich wünsche noch einen schönen Samstag bis zum nächsten Mal und ciao!